Momentan wache ich jeden Morgen auf, weil endlich wieder die Frühlingssonne auf mein Kopfkissen scheint. Ehrlich gesagt, ich schlafe nicht gut zurzeit. Jeden Morgen, wenn die Sonne mein Zimmer erhellt, öffne ich also die Augen und alles sieht friedlich aus, wie immer. Und dann bin ich kurz echt erleichtert. Denn ich glaube, ich habe geträumt, dass ich Deutschland im Katastrophenfall erleben muss. Ich habe geträumt, dass ich jeden Morgen erstmal checken müsste, was noch offen hat, ob es neue Verhaltensregeln gibt, die ich befolgen muss. Circa 10 Sekunden dauert dieser Gedankengang, morgen für morgen, seit einigen Tagen. Naja, und natürlich, jedes Mal stellt sich heraus, dass das hier echt ist und kein Traum. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber obwohl ich mich inzwischen auf die Situation eingestellt habe und rational einfach mein Bestes mache, um damit irgendwie umzugehen und mich zu organisieren, habe ich trotzdem immer wieder diese kleinen Momente mittendrin am Tag, in denen ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Und wenn mir das jemand vor 4 Wochen gesagt hätte, dass mein unumstößlicher Lebenstrott, wie ich ihn seit über 30 Jahren kenne in Deutschland, so unterbrochen wird, ich hätte das nie für möglich gehalten. Sicher hat jeder von uns andere Hauptsorgen im Moment. Die einen gehören zur Risikogruppe und fürchten um ihr Leben, die anderen um das ihrer Großmutter, ihrer Väter, ihrer Freunde und so weiter. Wieder andere wissen einfach nicht, wie sie ihren Alltag zwischen Kinderbetreuung, plötzlichem, eher holprig laufendem Homeoffice, Hygiene und Hamsterkäufen managen sollen. Oder wie man sich und anderen überhaupt helfen kann oder soll. Deutschland im Jahr 2020, befallen von dem Virus, ist neu. Wir hatten Großeltern und Urgroßeltern, die uns vom Krieg erzählt haben. Wie sie im Keller saßen und wie sie es schafften, sich trotz einschlagender Bomben nicht die Hoffnung nehmen zu lassen und sich die Zeit irgendwie zu vertreiben. Wie sie hungerten nach dem Krieg, wie sie vertrieben wurden und alles zurücklassen mussten. Selbst heute wissen wir noch, dass die Lichter ausgemacht werden müssen, wenn eine Stadt des Nachts unsichtbar sein soll. Oder wie schwer und gleichzeitig verbindend es ist, Städte mit den bloßen Händen wieder aufzubauen. Wir wissen so viel über diesen Katastrophenfall namens Krieg, von dem die Bevölkerung insgesamt betroffen war. Wir in unserer Zeit haben nichts dergleichen erlebt. Trotzdem haben wir aufgrund der Geschichten unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern einen Bezug dazu. Diese hohe Bedrohung dieses Satzes, ein Krieg wird kommen, hat eine Bedeutung, die wir einordnen können. Er ist greifbar. Bei dieser Pandemie ist es anders. Wir kennen sie aus Filmen, von denen wir nicht wissen, wie realistisch die Szenarien von Hollywood kalkuliert wurden. Gefühlt tappen wir im Dunkeln durch die Krise und wissen nicht mal, wie lange sie dauern wird. Und da wir Menschen Gewohnheitstiere sind und unsere Gewohnheiten gerade alle mit einem Schlag ablegen sollen, sind wir gestresst. Sehr gestresst. Wenn es etwas gibt, das weder wir noch unser Unterbewusstsein besonders mögen, so sind es Ungewissheit und Unkalkulierbarkeit.
Ich bin kein Virologe. Aber Krisen kann ich gut. Und so, wie du deinen Job im Homeoffice gerade machst, werde ich meinen machen. Willkommen in der Reihe Gut durch die Corona-Krise kommen. Heute Teil 1. Klarkommen im Corona-Intermezzo. Vier Strategien, die dir helfen, besonderen Stress und Krisenzeiten zu verarbeiten. Lernen, mit der Unsicherheit in dieser Zeit umzugehen. Erstens. Eine Studie aus dem Jahr 2001 konnte belegen, dass Menschen, die damals wegen der Vogelgrippe stark verunsichert waren, eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, tiefgreifende und schwere Ängste zu entwickeln, je weniger sie sich mit der Unsicherheit der Situation anfreunden und auseinandersetzen konnten. Hier kommt hinzu, dass der Grad zwischen dem Abrufen von wichtigen Informationen und zu viel Informationen sammeln, die dein Unterbewusstsein ängstigen, sehr schmal ist. Um dieses mulmige Gefühl zu reduzieren, was wir alle gerade mehr oder weniger haben, habe ich einen echt wirkungsvollen Tipp für dich. Wähle bewusst den Zeitpunkt, zu dem du dich auf Online-Plattformen und in WhatsApp-Gruppen informierst. Wirklich ganz bewusst. Ich selber zum Beispiel schaue momentan einmal morgens etwas länger nach, was es so Neues gibt. In der Mittagspause und am Abend gucke ich nur kurz rein. Dazwischen versuche ich, mein Smartphone und mein Tablet liegen zu lassen und mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, damit mein Unterbewusstsein zwischendurch immer wieder abspannen kann. Die Unsicherheit wird bestehen bleiben, egal ob wir den ganzen Tag googeln und Newsfeeds lesen oder nicht. Unser Unterbewusstsein und diese diffuse Angst oder Sorge, die sich gerade innerlich breit macht, wird es uns aber danken. Der zweite Effekt oder auch Wunsch, der mit dem Stress aus der Ungewissheit kommt, ist der Austausch über diese Ungewissheit mit anderen. Was mich persönlich auch sehr gestresst hat, war der lange und ausführliche Kontakt mit geliebten Menschen, die aber genauso gestresst waren wie ich. Natürlich haben wir uns in Gesprächen über unseren Stress ausgetauscht. Jedes Gespräch, was länger als 20 Minuten ging, stresste mich, aber eigentlich noch mehr. Das ist mir allerdings meistens erst im Nachhinein aufgefallen. Und es hat einen guten Grund. Denn diese Art von Gesprächen haben wir in Krisenzeiten vermehrt aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch ständig die News wissen wollen. Unser Unterbewusstsein glaubt, unseren Ängsten entgegenzuwirken, je mehr Informationen es sammeln kann. Das aber ist ein wissenschaftlich belegter Irrtum. Und es ist ein Paradoxon, mit dem auch Jung sich schon beschäftigt hat. Man könnte das ungefähr so formulieren. Wenn wir uns vor etwas fürchten und beständig nur damit beschäftigt sind, wächst die Angst davor, statt dass sie kleiner wird. Wir füttern sie sozusagen auf diese Weise. Und Ängste, die gefüttert und größer werden wiederum, rauben uns alle Kraft, die wir doch eigentlich brauchen, um diese Krise gut zu überstehen. Mein Umfeld und ich haben in den ersten Tagen also viel zu viel Energie in den Austausch von Stress und Sorgen gesteckt und uns quasi gegenseitig noch mehr angesteckt damit. Und eigentlich hätte mir das auch auffallen können, denn nach jedem Gespräch, in dem es um das Virus ging
um Vorbereitungen, um was jetzt vielleicht noch kommen könnte, war ich so müde und ausgezehrt. Irgendwann dachte ich, dies ist nur eine Phase. Es bringt nichts, sich vor lauter Stress oder Angst im Kreis zu drehen. Deshalb habe ich dann erstmal versucht, Organisatorisches eher auf dem Schriftweg zu erledigen, sozusagen, also per Nachrichten. Damit konnte ich mir auch wieder kleine Handypausen zum Durchatmen verschaffen. Und ich glaube, mein Unterbewusstsein dankt es mir schon. Denn interessanterweise hat sich dieser Effekt nach einigen Tagen umgedreht. Jetzt, wo wir uns schon ein bisschen besser an den neuen Alltag gewöhnt haben, sind die Telefonate auch wieder weniger angstfördernd. Im Gegenteil, wir sehen von uns gegenseitig, dass wir ruhiger werden, weil wir eine Stunde länger auf dem Balkon in der Sonne gesessen und Energie und Nerven getankt haben. Sich auch gemeinsam ein bisschen weniger im Viruskreis zu drehen, hat mir und meinem Umfeld total viel gebracht. Die anderen sind entspannter geworden und ich auch. Denn auch Ruhe ist ansteckend. Wie beruhigend ist das denn, bitteschön? Drittens, die Existenzängste auflösen. Gesundheitsprobleme und Wirtschaftsszenarien triggern zurzeit bei fast allen von uns die Grundangst schlechthin. Die Angst, sein Leben zu verlieren, indem man krank oder wirtschaftlich insolvent wird aufgrund der Krise. Natürlich sind diese Ängste real, dennoch kann man mit ihnen umgehen und sie etwas schrumpfen. Nutze die Zeit, die du nicht in Newsfeeds unterwegs bist oder Nachrichten schreibst oder telefonierst und zum Beispiel auf dem Balkon sitzt, und geh mal in dich. Versuche, dich gedanklich wieder mit dem zu verbinden, von dem du denkst, dass es der Sinn deines Lebens, deines Schaffens ist. Wozu bist du hier? Was macht dir Freude? Was hörst oder liest oder siehst du gern, was dich geborgen, sicher, vertraut fühlen lässt? Auf welche emotionalen Kraftquellen kannst du zurückgreifen, sozusagen? Wie kannst du dich selber daran erinnern, dass diese Welt auch weiterhin ein schöner Ort bleiben wird, auch wenn sie durch eine unbekannte Entwicklung geht? Und wie kannst du dich dem Sinn deines Schaffens oder dem, was dich geborgen, sicher, vertraut fühlen lässt, in der aktuellen Situation zuwenden? Erinnere dich an Dinge, die du schon seit Ewigkeiten vorhattest, und beschäftige dich damit, entweder indem du sie tust oder indem du dich gedanklich darauf vorbereitest, sie zu tun, wenn die Krise vorbei ist. Das Leben ist anders. Jetzt. Erstmal. Aber es geht trotzdem weiter. Und du stehst nicht still. Der vierte und letzte Blickwinkel, den ich dir für heute anbieten will, ist ebenfalls wissenschaftlich belegt und macht Hoffnung. Wir Menschen haben die Tendenz, uns Worst-Case-Szenarien vorzustellen. Wie es zum Beispiel wird, wenn das Virus die ersten Kollegen, Freunde, Familienmitglieder vielleicht infiziert. Wenn alles geschlossen wird und nichts mehr geht. Wenn wir den Lagerkoller kriegen. Wenn Lieferketten plötzlich nicht mehr funktionieren und so weiter und so weiter. Wir Menschen sind Negativdenker. Das weißt du schon aus meinem Podcast,
denn sonst hätten wir ja früher im Busch nicht überlebt. In der modernen Zeit jedoch fällt uns unsere Natur, die immer vom Schlimmsten ausgehen will, auf die Füße. Aber hier kommt die gute Nachricht. Es ist inzwischen ebenfalls wissenschaftlich belegt, dass wir meistens überschätzen und überbewerten, wie schlimm uns etwas erwischen und beeinflussen wird und wie sehr wir darunter leiden werden. Und wir unterschätzen auf der anderen Seite meistens, wie gut wir selber eigentlich darin sind, schwierige Lebenssituationen zu managen, zu lösen und auszuhalten. Kein Witz, auch das ist wirklich wissenschaftlich belegt. Ein bisschen was von dieser Angst abzuziehen und dafür etwas mehr auf unser Krisen-Selbstvertrauen obendrauf zu schlagen, ist also so vernünftig, wie es auch für unsere Psyche gesund ist. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Große Ereignisse, seien es Heiratsanträge, Schwangerschaften, Beförderungen oder irgendjemand, der plötzlich in dein Leben spaziert und es total bereichert, kommen ganz oft völlig aus dem Nichts. Das gilt natürlich auch für die weniger schönen Überraschungen. Wir können beides nicht beeinflussen, wohl aber unseren gesunden Umgang damit. Der erste Schritt ist deshalb zu akzeptieren, dass die Dinge kommen, wie sie nun mal kommen. Das Mantra der Woche, um die erste Krisenphase gut zu überstehen, lautet deshalb: Es ist die Natur des Lebens, unvorhersehbar zu sein. Ich glaube, wir brauchen viel Kraft und einen langen Atem in nächster Zeit. Ich möchte positive, gesunde Impulse in die Welt und zu dir da draußen schicken. Und ich wünsche mir, dass du mitmachst. Beantworte mir folgende Frage. Was tust du momentan, um nicht durchzudrehen? Vielleicht musst du ja genau wie ich einfach jeden Tag eine Folge mehr von Sturm der Liebe gucken. Vielleicht hast du auch einfach angefangen, jeden Tag 100 Sit-Ups zu machen, um den Stress irgendwie rauszulassen. Egal, was dir jetzt gerade durch den Kopf ging, schreib es mir. Alle Möglichkeiten, mich mit einem Klick zu kontaktieren, findest du im Beschreibungstext dieser Episode. Draußen sind wir alle auf Abstand. Menschlich würde ich gerne etwas näher zusammenrücken. Mein Ziel ist es jetzt erstmal, egal was kommt, mit dir gemeinsam gut durch diese Zeit zu gehen, von der wir noch so wenig wissen. Hab wirklich schon mal vielen Dank für die Antwort auf meine Frage. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dir trotz allem diese 5 Minuten für die Antwort nimmst. Fühl dich gedrückt. Bis ganz bald. Deine Susi.